Literaturradio Hörbahn. Abseits vom Mainstream. Drinnen 7. Kiew. Das Merkwürdige an Fotografien, denke ich immer wieder, ist, dass sie keine Geschichte erzählen. Ein Foto ist ein Foto. Es zeigt einen Moment, und war man nicht selbst Teil dieses Moments, kann man nur darüber spekulieren, was man da sieht, was das für ein Ort ist, wann das fotografiert wurde, was da gerade passiert ist, in welchem Zusammenhang das Bild steht und so weiter. Immer mehr verstehe ich beim Schreiben dieser Kolumne, dass die Fotografie viel stärker als ein Text vielfältig deutbar ist und vieles davon abhängt, mit welchem Hintergrundwissen der Betrachter auf sie schaut. Dieses Foto habe ich kurz vor Corona begann, spät im Jahr 2020 in Kiew gemacht. Ich habe dort im Rahmen eines Projekts des Goethe-Instituts über ein halbes Jahr lang mit Jugendlichen gearbeitet. Ich war 2x5 Tage in Kiew. Als Corona begann, haben wir in Online-Werkstätten weitergearbeitet. Mein dritter Besuch war nicht mehr möglich. Das Foto habe ich in einer Galerie für zeitgenössische Kunst aufgenommen. Die Bilder, die ausgestellt waren, zeigten zwar abstrakte Kunst, aber eine solche, die viele Anknüpfungspunkte an die Wirklichkeit ließ. Trotzdem sieht jeder und jede etwas anderes in einem Bild. Wir haben Geschichten erfunden, die die Bilder nicht erzählten. Geschichten, die wir den Bildern einschrieben. Es war ein guter Tag, ein reicher Tag, ein schöner Ort, ein ruhiger Ort mitten in der Stadt. Wir verbrachten einen ganzen Tag dort, um dort zu arbeiten, das heißt zu schreiben und über das Geschriebene zu sprechen. Auf der Fotografie sieht man zwei von meinen Schülerinnen beim Schauen. Schaut einfach mal, sagte ich, macht mal 3 Minuten nichts anderes. Dann schreibt ihr auf, was euch in den 3 Minuten eingefallen ist. Und daraus macht ihr eine Geschichte. Eigentlich wollten wir nach meinem dritten Besuch eine Abschlusslesung unserer Werkstatt in dieser Kunstgalerie machen, in der dieses Foto entstanden ist. Dann kam Corona. Wir arbeiteten online. Ich wünschte mir, nach Kiew zu fahren, wenn die Pandemie vorbei ist. Meinem Mann die Stadt zu zeigen, die ich sehr mochte. Ein paar von den Jugendlichen und den Mitarbeiterinnen des Goethe-Instituts wiederzutreffen. Vielleicht im Sommer, anstelle der kühleren Jahreszeit, in der ich da war. Jetzt herrscht Krieg dort, wo dieses Foto entstanden ist. Ich weiß nicht, ob die Galerie noch steht. Ich weiß auch nicht von allen Menschen, die ich dort kennengelernt habe, wie es ihnen geht. Die, von denen ich es weiß, sind nicht mehr dort, sondern anderswo, in Sicherheit, immerhin. Was nichts an der Grausamkeit dieses Krieges ändert. Wenn Sie mehr von Sandra Hoffmann lesen möchten, ihr aktueller Roman »Jetzt bist du da« ist im Herbst 2023 bei Piper erschienen. Hat dir die Sendung gefallen? Literatur pur, ja, das sind wir. Natürlich auch als Podcast. Hier kannst du unsere Podcasts hören. Anchor, Spotify, Apple Podcast, iTunes, Google Podcasts, radio.de und viele andere mehr.